Auf seinem Weg nach Jerusalem kamen viele Menschen zu Jesus, die ihn baten, ihnen den Weg zur Erlösung zu zeigen und sie noch mehr zu lehren über das Reich Gottes. Dieser Mann ist wahrlich ein Prophet. Herr, zeige uns den wahren Weg. Mein Herr und Meister, errette mich. Oh Herr, errette uns, errette uns. Lobe den Herrn. Zeig uns den wahren Weg, Herr. Die Menschen begannen, ihn als ihren Herrn und Meister anzunehmen. In Jericho wohnte ein Zollpächter namens Zachäus. Er wollte Jesus so gern sehen, dass er auf einen Baum stieg, um über die Menschenmenge zu blicken. Steig herunter, Zachäus, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Mein Gast sein? Wer würde bei dem zu Gast sein wollen? Woher kennt Zachäus Jesus? Herr, ich will die Hälfte meines Vermögens den Armen geben. Und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Unglaublich, ein Zöllner, der etwas zurückbezahlt. Das ist unmöglich. Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Der Menschensohn kam, um die Verlorenen zu suchen und zu retten.